Histologie und Biomarker bei Bronchialkarzinom. Die verschiedenen Histologien werden in Gruppen unterteilt, und zwar werden sie unterschieden nach ihrem biologischen Verhalten, nach ihrer Prognose und nach der Therapiemöglichkeit, die für diese Gruppe gilt. Man unterscheidet einmal in die nicht kleinzelligen Tumore, NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer, und die kleinzelligen Tumore, die SCLCs. Die nicht kleinzelligen Tumore werden in verschiedene Untergruppen unterteilt. Einmal das Adenokarzinom, das tritt in 43% der Fälle beim Bronchialkarzinom auf, das Plattenepithelkarzinom mit 22%, großzellige Karzinome mit 6%. Es gibt noch seltene Histologien wie adenoskamös, sarkomatös, aber das sind die drei häufigsten. Das Plattenepithelkarzinom war früher häufiger als das Adenokarzinom, das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert. Kleinzellige Tumore liegen in etwa 16% der Fälle vor und neuroendokrine Tumore, neuroendokriner Tumor, neuroendokrines Karzinom sind sehr selten, sind natürlich auch nicht kleinzellige Karzinome, werden aber anders therapiert, weshalb sie hier in einer eigenen Gruppe eingeteilt sind. Das, was ich hier schwarz dargestellt habe, sind die diagnostischen Biomarker, die verwendet werden, um zwischen den verschiedenen Gruppen zu unterscheiden. Adenokarzinome zeigen sehr häufig TTF1, aber auch CK7. Plattenepithelkarzinome zeigen CK5 und 6 und P63. Kleinzellige Tumore haben natürlich eine andere Histologie, kleine Zellen, und sie zeigen aber außerdem häufig einen hohen Ki67-Wert. Neuroendokrine Tumore zeigen Chromogranin A, Synaptophysin und CD56 als diagnostische Biomarker. Das Überleben bei dem Bronchialkarzinom ist generell nicht sehr gut, aber hier auch unterschiedlich zwischen den Gruppen. Adenokarzinome und Plattenepithelkarzinome zeigen etwa ein 20-prozentiges 5-Jahres-Überleben, die großzelligen Karzinome nur 15%. Adenoskamöse und sarkomatöse Tumore, sehr selten, haben eine bessere Prognose. Die Bronchialkarzinome mit der schlechtesten Prognose sind die kleinzelligen Tumore mit nur 5% 5-Jahres-Überleben. Die neuroendokrinen Tumore sind sehr unterschiedlich, bei Männern 15%, bei Frauen bis zu 30% Überleben. Dann habe ich hier noch weitere Molekularmarker aufgeschrieben, und zwar sind das jetzt prädiktive Biomarker für das Ansprechen verschiedener Chemotherapeutika oder anderer Systemtherapien. Standardmäßig wird die EGFR-Mutation, ALK-Transfusion, ROS1-Fusion und BRAF-Mutation in den Tumorzellen bestimmt. Wenn man eine palliative Immuntherapie plant, wird der PD-L1 bestimmt.